Montag, 28. März 2022. Jesus sagte: Mein Volk, ich habe die bösen Menschen in meiner Kirche gesehen, wo einige meine Gläubigen in die Irre geführt haben. So wie ihr gesehen habt, wie eine Flut von Wasser durch eine Kirche rauschte, so werde ich meine Kirche von diesen Bösen reinigen, die mir bei ihrem Gericht gegenüberstehen werden. Ich liebe meine Priestersöhne, aber einige bleiben meinem Wort nicht treu. Betet für alle Priester, aber besonders für einige Priester, die ihre bösen Wege ändern werden. Ihr nähert euch der Endzeit, in der ihr einen neuen Himmel und eine neue Erde sehen werdet, wie in der ersten Lesung aus Jesaja. Ich werde die Bösen in die Hölle werfen, und ich werde die Erde erneuern, so dass meine Gläubigen ein langes Leben in meinem Zeitalter des Friedens haben werden. Vertraut mir im Glauben, und ich werde eure Krankheiten heilen, wie ich dem königlichen Beamten im Evangelium, Johannes 5, 46 bis 54, versprochen habe, dass ich seinen Sohn heilen werde. Jesus sagte: Mein Volk, ihr habt beobachtet, wie die Staatsverschuldung der USA auf über 30 Billionen Dollar gestiegen ist, was zu viel ist, um sie jemals zurückzuzahlen, geschweige denn die Zinsen zu bezahlen. Die USA geben nicht nur zu viel Geld für ihre Haushalte aus, sondern jetzt ist auch noch ihr Status als Reservewährung in Gefahr, was den Wert des Dollars und aller mit dem Dollar verbundenen Vermögenswerte mindern würde. Es ist der Plan der One World People, Amerika durch eure Schulden bei den Federal Reserve Bankern, die euer Schuldgeld halten, in den Bankrott zu treiben. Der Dollar ist nicht mehr durch Gold oder Silber gedeckt, sondern nur noch durch den Glauben eurer Wirtschaft. Ich habe in früheren Botschaften erwähnt, wie die Banker das Papiergeld abschaffen wollen, damit sie ein neues Kreditsystem haben können, das digitales Kaufen und Verkaufen mit dem Zeichen des Tieres erfordern würde. Sobald ein solches System eingeführt ist, werde ich euch zu meinen Zufluchtsorten rufen müssen, weil dies die Übergabe eurer Seele an den Antichristen erfordern wird. Wenn das Leben meiner Gläubigen bedroht ist, indem jedem das Malzeichen des Tieres aufgezwungen wird, dann werde ich euch in die Sicherheit meiner Zufluchtsorte rufen. Seid bereit, eure Häuser zu verlassen und innerhalb von 20 Minuten nach meinem Ruf zu meinen Zufluchtsorten zu gehen. Vertraut darauf, dass ich euch vor den UN-Truppen beschützen werde, die meine Gläubigen töten wollen, weil sie das Malzeichen des Tieres nicht annehmen. Übersetzt mit www.dpl.com/translator, kostenlose Version.